B1.5. Unter den Parallelogrammen A in B in C in D in gibt es die Rauten A3, B3, C3, D3 und A4, B4, C4, D4. Berechnen Sie die x-Koordinaten der Punkte A3 und A4 auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Also aufpassen auf zwei Stellenrunden und zusätzlich soll man die x-Koordinaten der Punkte A3 und A4 berechnen, also die y-Koordinate interessiert hier nicht. Und zwar dann, wenn diese Parallelogramme gleichzeitig Rauten sind. So, jetzt brauchen wir den Unterschied zwischen Parallelogramm und Raute. Da können wir eine Formelsammlung auf Seite 32 nachschlagen und da steht bei den Rauten dabei, die Diagonalen halbieren sich gegenseitig und stehen senkrecht aufeinander. Halbieren tun sie sich beim Parallelogramm auch, stehen sie senkrecht aufeinander. Sieht man jetzt hier aus dieser Zeichnung nicht. Also die Diagonalen bringen uns hier eigentlich nicht weiter. Dafür gibt es eine andere Eigenschaft und darauf zielt auch schon das Teilergebnis, nämlich die sagen, B und C sind 2,01 Längeneinheiten. Das ist die Strecke hier unten von B nach C. Und bei der Raute gilt ja noch zusätzlich, das kann man aus der Skizze sehen, dass die Seiten, also aus der Skizze in der Formelsammlung gesehen, dass die Seiten gleich lang sein müssen. Ja, wir haben hier mit BC im BNC im Prinzip eine feste Länge, ja, die ändert sich nie. Und das ANBN haben wir schon vorhin Abhängigkeit von x ausgerechnet. Also, beim Parallelogramm sind die gegenüberliegenden Seiten ja schon gleich lang und parallel. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, für welches x ist die ANBN genauso lang wie die BNCN. Nächste Frage ist natürlich, wie komme ich jetzt auf dieses Teilergebnis hier mit BNCN sind 2,01 Längeneinheiten. Dafür ist es vielleicht jetzt am PC natürlich praktisch, man zoomt ein bisschen rein. Und ich zeichne mir jetzt mein Hilfsdreieck ein. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten, es auszurechnen, aber ich finde, das hier jetzt ist die einfachste. So, ich zeichne hier die Höhe ein. Das gibt jetzt hier meinetwegen einen Punkt EN. Die Höhe liegt senkrecht, also habe ich einen rechten Winkel. Damit kriege ich hier ein Dreieck BCE, das ich benutzen kann. Und als rechtwinklig gelten zum Beispiel Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Was weiß ich in diesem Dreieck? BNCN will ich berechnen. Ja, das ist die Hypotenuse. Die Strecke BE ist zwei Längeneinheiten lang. Das haben wir vorhin schon besprochen, nämlich es heißt ja in der Aufgabe, der Punkt, die Abszisse des Punktes CN ist immer um 2 größer als BN, also ist es nichts anderes als die Höhe und damit 2 lang. Jetzt fehlt noch die Strecke CE, CNEN. Wie kriege ich die raus? Ja, mit Hilfe der Geraden. Beim Einzeichnen können wir zum Beispiel so vorgehen, dass man sagt, wenn ich eine Längeneinheit nach rechts gehe, muss ich die Anzahl der Steigung, oder die in der Steigung versteckt ist, nach unten bzw. nach oben gehen. Die Steigung der Geraden g war minus 0,1, also m ist minus 0,1. Das bedeutet, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, muss ich minus 0,1 nach unten. Ja? Hier gehe ich jetzt zwei Schritte nach rechts, also muss ich logischerweise auch das Doppelte nach unten gehen. Damit ist diese Strecke automatisch 0,2 Längeneinheiten lang. Achtung, kein Minus davor setzen, weil es gibt natürlich keine negativen Strecken, aber die Steigung ist nach wie vor minus 0,1, also das nicht zu verwechseln. So, jetzt habe ich ein Dreieck, aus der ich zwei Seiten kenne und die dritte Seite ist gesucht und damit kann ich die Strecke BNCN ohne Probleme mit dem Pythagoras ausrechnen. Also, die längste Seite zum Quadrat ist gleich kurze Kathete zum Quadrat plus kurze Kathete zum Quadrat. Das Einsetzen, Ausrechnen hätte man schon. Vielleicht noch ein Tipp, wie man sonst hätte lösen können. Man könnte zum Beispiel auch die Steigung der Geraden g nehmen, mit Hilfe des Tangens den Steigungswinkel zwischen der Parallele zur x-Achse, also im Prinzip hier diesen Winkel, hier berechnen. Ja, Tangens Alpha ist gleich m, dann kriegt man den hier raus. Und dann mit Hilfe vom Tangens und dieser Höhe hier kann man dann die Strecke BNCN. Ja, der Tangens ist der Cosinus. Kann man dann diese Strecke hier berechnen. Aber ich nehme jetzt trotzdem hier den Pythagoras. Also, nochmal. Die Strecke BNCN zum Quadrat ist gleich. Ja, ich setze das gleich ordentlich ein. BNCN ist gleich die Wurzel aus 2 Quadrat plus 0,2 Quadrat. Ja, diese Höhe, die ich vorhin gezeigt habe, hier jetzt mit BE und diese 0,2 mit EC. So, das tippt mein Taschenrechner ein.
Und dann kriegt man unseren gesuchten Wert von 2,01 Längeneinheiten. Damit wäre der erste Schritt schon geschafft, nämlich hier dieses Teilergebnis auszurechnen. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Da kann man jetzt hier dieses Teilergebnis natürlich weiter benutzen, falls der erste Schritt zu schwierig war. Aber wie gesagt, die Teilergebnisse geben ja immer an, in welche Richtung man die Lösung suchen muss. So, als nächster Schritt haben wir schon gesagt, die Längen einer Raute, also die Seiten, die Längen der Seiten sind immer gleich lang. Das bedeutet, die Strecke BN CN muss genau gleich lang sein wie die Strecke AN BN. Setzen wir die Größen ein. BN CN haben wir jetzt hier mit 2,01 Längeneinheiten. AN BN brauchen wir jetzt wieder die in Abhängigkeit von vorhin. Haben wir hier ein paar Seiten drüber ausgerechnet. Wo war sie? Genau, hier steht sie. Da steht es, AN BN ist gleich minus 0,25x² plus 0,6x plus 5,75. Das setzen wir jetzt hier ein. Was war es dann? Plus 0,6x und dann plus 5,75. So, jetzt gilt es wieder, diese quadratische Gleichung aufzulösen. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, weil wir wissen, es kommt eine Lösung raus. Kann man zum Beispiel Calc Intersection benutzen, den Graphicsolver oder den Tool Poly 2. Nee, Tool Poly 2. Oder wir setzen ganz normal die Mitternachtsformel an. Mitternachtsformel heißt, wir lösen diese Gleichung, formen diese Gleichung erst so um, dass auf einer Seite 0 steht. Also bringe ich diese 2,01 auf der linken Seite auf die rechte Seite. Wer das 0 lieber rechts stehen haben möchte, kann dann einfach noch die Seiten vertauschen. Das ist kein Problem bei Gleichungen. Also haben wir minus 0,25x² plus 0,6x. Und jetzt 5,75 minus 2,01 sind plus 3,74. Jetzt gilt es wieder, die Diskriminante zu berechnen. Haben wir oben schon mal die Formel gehabt, finden wir auch auf Seite 12, war es, glaube ich, oder 10? Ah, Seite 10 in der Formelsammlung. Da steht, Diskriminante ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Ich schreibe sie nochmal hin. Und wie vorhin suchen wir wieder unser a, b und c zusammen. Nochmal Hinweis, der Faktor a ist im Prinzip der Faktor für x², b finden wir vor x und c ist die Zahl ohne x. Jetzt wieder einsetzen. So, ist gleich, dann haben wir 0,6² minus 4 mal a ist 0,25 und mal c, das sind die 3,74. Das tippen wir ganz normal in den Taschenrechner ein und kriegen dann einen Wert von 4,1. Das ist größer als 0, damit kriegen wir automatisch zwei Lösungen raus. Jetzt müssen wir noch die Mitternachtsformel benutzen, steht in der Formelsammlung auf Seite 10 als Lösungsformel. Nämlich x1 und 2 lässt sich berechnen aus minus b plus minus der Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Und jetzt ganz normal wieder die entsprechende Zahlen einsetzen. Wir fangen an mit x1 minus b war 0,6, also minus 0,6. Jetzt wählen wir erst den Weg mit plus und der zweite Weg mit minus kommt dann nachher. Der Wurzel aus 4,1, das ist die Diskriminante hier, da kann ich mal vorschreiben, die ist 4,1, geteilt durch 2 mal a. Und a waren minus 0,25. Das geben wir jetzt wieder ganz normal in den Taschenrechner ein. Und dann müsste ein Wert von minus 2,85 rauskommen. Das ist die x-Koordinate vom a3 hieße, glaube ich. So, jetzt noch die zweite Lösung. Die zweite Lösung. Nochmal das gleiche, minus b, also minus 0,6. Und jetzt minus die Wurzel aus der Diskriminante. Geteilt durch 2 mal minus 0,25 ist gleich, und da kommt ein Wert von 5,25 raus.
So, jetzt kann man dahinter schreiben, das ist im Prinzip die x-Koordinate von a3 und das ist die x-Koordinate von a4. Und damit haben wir jetzt alles gelöst, was in der Aufgabe gefordert war. Wie gesagt, die y-Koordinate war hier nicht gefragt, also brauchen wir sie auch nicht ausrechnen.